Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt. Nicht die üblichen Projekte, sage ich schon mal, denn ich möchte gerne mal, warte, ich will kurz meine Musik ein bisschen leiser machen, so. Ich möchte gerne mal in die Zukunft von Minecraft schauen. Wie machen wir das? Für die, die das nicht kennen, es gibt sogenannte Snapshots. Snapshots sind Versionen in Minecraft, die man bereits spielen kann. Ihr seht schon, ich bin schon mal gerade in einer. Ihr seht schon, hier vor mir ist ein Lagerfeuer. Und ja, ich wollte einfach mal, wollte eigentlich schon lange machen, so ein Projekt starten, wo wir halt immer mal, wenn eine neue Snapshot-Version rauskommt, dass man einfach mal reinguckt und mal schaut, was denn so als nächstes wahrscheinlich kommt. Das, was ihr hier seht in den Snapshots, ist alles experimentell. Das hat Minecraft quasi eingebaut. Ob das jetzt in der nächsten Version schon kommt, ne, das kann sein, das dauert dann nochmal ein bisschen. Ich sehe, dass es schon alles in der nächsten Version offiziell mit rauskommt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken da mal zusammen ein bisschen rein und schauen mal, was so demnächst alles kommt. Da das jetzt natürlich, es gibt viele Snapshots mittlerweile schon. Und der neueste, der bringt nicht allzu viel mit. Daher habe ich mir so gedacht, wir gucken mal einfach so ein kleines Stück zurück, was so in letzter Zeit da neu geplant wurde in Sachen Minecraft. Und schauen uns das erstmal zusammen alles an. Ja, bis wir dann halt bei dem heutigen, also bei dem momentan neuesten Snapshot sind, die es da gibt, und dann schauen wir mal, was dann in der nächsten Zeit, wenn immer wieder ein neuer Snapshot rauskommt in nächster Zeit, werde ich dann dazu ein Video machen und euch auf den Laufenden halten, was es alles quasi Neues geben wird bei Minecraft. Wie Minecraft sich entwickeln wird, und ich hatte ja schon mal die Gedanken, ein Minecraft Vanilla normales LP-Projekt zu machen, so wie ich jetzt mit Life in the Woods das gemacht habe, und so wie sich Minecraft hier entwickelt, was ich immer wieder sehe, was ich habe mir schon ein bisschen angeguckt, weil ich ja neugierig bin. Es reizt mich schon sehr, ne? Mal einfach ein Vanilla-Let's Play zu machen. Und da alles Mögliche zu bauen, und reizt mich schon. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal an, was es so Neues gibt. Ihr seht schon, die erste Neuerung natürlich. Es gibt ein Lagerfeuer. Es gibt ein Lagerfeuer. Ohne Scheiß. Campfire. Und dieses Campfire ist mega cool. Passt mal auf. Ihr seht schon, ich habe hier unten drunter nämlich Strohballen hingesetzt. Pass mal auf. Das Video könnte ein bisschen länger werden. Ich habe dorthin schon was vorbereitet. Guck mal. Ne? Normales Lagerfeuer. Ohne irgendwas. Geht die Wolke ungefähr bis dahin. Wenn ihr jetzt aber in Zukunft dann sagt, okay, ich möchte mir bestimmte Punkte markieren in der Welt. Ja? Da hinten irgendwo in der Pampa. Dann könnt ihr nämlich... Ups. Okay, dann könnt ihr nämlich einfach hier so einen Block drin machen. Dann verbrennt das quasi da drin. Und passt auf. Aha. Dann könnt ihr so eine Art Signalfeuer in Zukunft machen. Und wenn ich das halt wieder wegmache, ne, dann raucht es nur noch normal wieder. Dann hört es da auf. Also eine echt schöne Sache. Ich weiß nicht, was... Also ich weiß nicht bis ins Detail alles, was jetzt neu ist. Ja, so Bugfixes und Co. Da gehe ich nicht drauf ein. Ich habe auch links auf meinem Monitor noch 4 Seiten offen von den letzten größeren Snapshots, wo viel Content, also wo ein bisschen was mit reingekommen ist an Content. Und mir ist was aufgefallen, ne? Pass mal auf, ich zeige euch mal was. Guckt mal. Ich weiß nicht, wie lange das schon drin ist jetzt. Ne? Wie viele Snapshot-Versionen her das schon ist, aber guckt mal. Eisberge. Es werden Eisberge generiert. Also hier sind natürlich keine Mods oder irgendwas drin. Das ist wirklich so, wie es wahrscheinlich demnächst sich entwickeln wird, Minecraft. Und ich sehe da ein Eisbergbiom irgendwie. Also, cool. Ultra cool. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, so, hier mache ich jetzt das Zukunft mit Snapshots. Also ich werde versuchen, immer aus derselben Welt hier das zu machen, dass man immer direkt sieht, was neu ist. Ich werde auch versuchen, euch Screenshots noch einzublenden. Ne, weil es gibt einige Sachen, die ich jetzt hier nicht so zeigen kann. Die müsste ich erst finden, zum Beispiel. Zum Beispiel in dem neuesten Snapshot ist was dabei, das müsste ich erst finden. Aber... Ich werde versuchen, euch das dann hier einzublenden, okay? Ich werde dann Bilder machen und blende euch dann die ein, wie das in etwa aussehen wird oder sollte. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Ich habe übrigens eine neue Minecraft-Playlist, ne? Die Minecraft-Playlist habe ich schon vorbereitet für zukünftige Minecraft-Let's Plays wieder. So, ja, da sind wir. Es gibt massiv neues Zeug, ihr seht schon einen Haufen neue Blöcke und alles. Und ich würde darüber einfach auch mal spekulieren, für was man das, was da die Funktion sein könnte und... Vielleicht schon Ideen äußern, was man damit bauen könnte.
Als allererstes würde ich sagen, fangen wir mal hier an. Guck mal, wir haben jetzt eine richtige kleine Laterne, die es jetzt gibt. Ist ganz schön. Macht moderates Licht. Kann man machen. Guck mal, eine kleine Glocke haben wir hier. Die kann man hier irgendwo hinsetzen. Die macht auch ein Geräusch, warte. Also so kleine Kirschen und so kann man in Zukunft, oder für was anderes vielleicht. Wenn man auf einem Multiplayer-Server ist, muss man sowas in sein Haus ranbauen. Weißt du, wenn das ist die moderne Klingel. Die nervigste Klingel mit ever wird das werden. So, hier habe ich das kleine Lagerfeuer. Hier ist so jetzt nichts Neues. Ich habe einfach mal so das kleine Haus gebaut für zukünftige Snapshot-Aufnahmen. Und... ach, das ist ja alles neu. Ich kenne diese neuesten Versionen von Minecraft überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht. Nee. Halt. Achso, doch. Wetter. Genau. Das geht nämlich nicht mehr mit Toggle Down vor. Das musst du jetzt alles andere. Es gibt wieder alles andere Befehle jetzt. Da muss ich mich auch mal dran gewöhnen erst. So, fangen wir mal an. Hier gibt es so eine Art Lesepult. Da können wir in Zukunft... warte mal. Ich weiß nicht, so ein Buch hier vielleicht? So ein Buch geht nicht. Warte mal. Geht so ein Buch mit Feder? Hier haben wir so ein verzaubertes Buch. So ein Buch. Ach, guck mal. So ein Buch mit Feder. Kann man da in Zukunft drauflegen? Und dann kann man das direkt schreiben. Wie kriege ich das wieder? Okay. Wahrscheinlich kriegt man das wieder, indem man nicht im Crea-Mode ist. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Aber, ihr seht schon, also... so kleine Details kann man in Zukunft, wird man in Zukunft machen können. Es wird ganz cool. So haben wir hier so eine Art Wetzstein, einen Schleifstein. Wenn man da drauf geht, man kann in Zukunft hier Sachen reparieren und entzaubern damit. Das Lustige ist, ich habe bis heute habe ich in normalen Minecraft eigentlich noch nie mit dem Verzauberungstisch gearbeitet. Ich habe eigentlich noch nie wirklich was verzaubert oder so. Ich schäme mich da ein bisschen. So, hier haben wir den Räucherofen. Also in Zukunft würde ich vermuten, dass man Fische nicht mehr einfach nur backen kann zum Beispiel. Man wird dann halt die Fische, also alles was Fisch ist, räuchern müssen wahrscheinlich, nehme ich mal an. Was ich ganz cool finde. Hier haben wir noch ein Fass mit... das ist eine neue Lagermöglichkeit einfach für die Zukunft. Klar, das Fass ist jetzt nichts gegen Fässer aus Mods und so, ne? Aber ich find's cool. Minecraft versucht ein bisschen aufzuholen. Und bleibt seiner Linie treu mit den Ecken, ne? Also mit den Blöcken. Ist okay, finde ich gut. Finde ich jetzt nicht schlimm. Einfach noch eine neue Möglichkeit, was zu lagern und zu dekorieren damit. In Zukunft. Das wäre natürlich noch cool, weil man hört da schon dieses Geräusch, ne? Wenn das hier irgendwie so ein bisschen öffnen würde noch, wie bei einer Truhe. Das kommt vielleicht noch. Hier haben wir einen Webstuhl. Da kann man in Zukunft alles, was mit Stoffen und so ist, also mit die Fahnen und alles, wahrscheinlich herstellen. Habe ich noch nie selber gemacht. Werde ich aber in Zukunft, denke ich mal. Hier haben wir was ganz Interessantes. Guck mal, wir haben jetzt eine, es wird ein Schmelzofen quasi kommen wahrscheinlich. Ich vermute mal, also das ist ja der normale Ofen, den kennen wir alle. Aber ich vermute, dass man Erze werdet ihr in Zukunft nicht mehr einfach hier rein in den Ofen schmeißen und dann schmelzen. Ihr werdet einen Schmelzofen dafür brauchen. Finde ich irgendwie ganz cool. Hier haben wir noch ein Kartografie-Table. Ich habe so selten mit Karten und so gearbeitet, ne? Aber bestimmt cool, wenn man dann Karten zusammenfassen will zu neuen großen Karten, dann muss man das hier drinnen anscheinend dann machen. Der hier hat noch keine Funktion. Oh, da konnte man nichts machen. Ich weiß noch nicht, was das ist. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Guck mal, wo ist denn das gewesen? Es gibt noch so Gerüst, gibt es jetzt hier. Guckt euch an. Ist das einfach nur? Oh. Man kann da hoch, man kann aber auch da durchlaufen. Ein Baugerüst. Es wird in Zukunft... ups. Es wird in Zukunft ein Baugerüst geben. Wenn ich Shift drücke, es wird ein Baugerüst geben. Also könnte es sein, dass die alten Erdbaugerüste, die wir ja alle gut kennen, in Zukunft, ja, nicht mehr existent sein werden. Das ist schon irgendwie cool. Man kann ja auch da durchlaufen an sich, also auf der Ebene bleiben quasi. Aber man kann auch hochklettern. Hops.
Also irgendwie ganz cool. Warte. Ich würde was anderes suchen. Das Aquatic-Update ist ja jetzt schon offiziell. Dazu brauche ich eigentlich nichts mehr sagen. So, hier, das hier, genau. Das ist ein Bogentisch. Bognertisch. Also muss wahrscheinlich dann alles, was mit Pfeil und Bogen ist, hier dran machen in Zukunft. Hat aber noch keine Funktion. Auch der Tisch hier, der Schmiedetisch. Es wird einen Schmiedetisch geben. Wahrscheinlich kann man Waffen und Co., also alles, was richtig mit Metall ist, Stein denke ich mal nicht, aber alles, was mit Metall ist, Werkzeuge und Co., muss man in Zukunft an dem Tisch wahrscheinlich machen. Wäre irgendwie interessant, ne? Wäre schon interessant. Und das hier ist auch was ganz Interessantes. Steinsäge. In Zukunft wird es wahrscheinlich jeden Stein, jeden Block, also jeden Steinblock, kann man wahrscheinlich als Slabs machen. Das ist ja was, was sich auch schon lange gewünscht wurde. Finde ich gut, dass sie das endlich mit reinbringen. So, ich würde sagen, wir gucken mal auch mal hier im Crea durch. Was es alles gibt, haben wir hier noch irgendwas Neues. Das Lustige ist, sowas wie das Aquatic-Update ist für mich ja auch noch neu. Ich kenne das auch nicht. Prisma-Zeug kenne ich noch, Alter. Ach, Minecraft, wie ich dich vermisst habe. Kaum Aufnahme los, weiß es regnen. Super. Popo-Treppe, das kenne ich nicht mehr. Wir gehen einfach mal zusammen ein bisschen durch und gucken uns das an. Weil ich kenne es halt auch nicht. Ich habe mich auch so nicht auf diese Aufnahme wirklich vorbereitet, weil ich mich selber auch nicht zu sehr spoilern würde. Ich wollte mich halt auch überraschen lassen, was es Neues gibt. Rosa Tonbrauen. Die haben auch die Texturen, finde ich, hier und da ein bisschen überarbeitet. Also Sand sieht anders aus, finde ich. Hirnkorallenblock. Okay, die Korallen kann man also auch als Blöcke alles machen. Getrockneter Seetangblock. Was? Man kann Seetang machen? Oh, das ist cool. Warte mal. Man kann Seetang machen? Also aus dem da? Die Animation finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Aus dem kann man jetzt einen Zug... Oder das hier. Hm. Da bin ich gespannt. Das Geräusch ist auch neu mit dem Wasser, ne? Das ist auch neu. Das gefällt mir auch. Sieht auch, klingt echt gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Okay, hier hat man alles geguckt. Bei Dekoration. Witterrose gibt es in Zukunft. Chorus-Pflanze. Endstab. Schon das kenne ich persönlich gar nicht, ne? Da werden jetzt einige von euch die Hände vom Gesicht zusammenschlagen und die sagen, was? Nee, ist echt so. Ich. 1.7.10 Version, weißt du? 1.7.10 bis maximal so 1.12. Das ist so meine Ecke. Wobei 1.12 auch nur mal ab. Also selten. Also 1.7.10, das ist so meine Ecke. Was haben wir denn hier alles für bunte Blöcke? Graue Schulkerkiste, was sind denn Schulker? Ich kenne die wirklich nicht. Aber das ist, glaube ich, nicht neu. Also nicht neu, zwecks Snapshot. Weiße glasierte Keramik. Wir gucken gleich auch, ich gucke gleich links noch ein bisschen mit nebenbei, was neu ist. Zum Beispiel, ich kann jetzt mal kurz raus tappen. In dem Minecraft Snapshot 18W50A, der ist schon ein bisschen her, da kam zum Beispiel das Fass dazu, da kam der Schmelzofen hier dazu. Es gibt neue Villagers, die wird es geben. Villagers wurden auch geupdatet. Es gibt ja jetzt auch Pillagers, also böse Villagers. Von denen habe ich auch schon mal gehört. Die haben auch, wie so ein Biest haben die auch. Voll cool. Vielleicht kann ich die spawnen lassen. Müssen wir da mal gucken. Ich würde mir die gerne angucken. Korallen alles. Ne, und da hat man das ganze neue Zeug dann, ne? Aber ansonsten ist... Andere Schilder. Ich weiß nicht, ob die neu sind, aber sie haben auch einiges hier überarbeitet. Texturmäßig, ne? So, hier das Bild zum Beispiel, das Gemälde ist anders aus. Sie haben da schon ein bisschen was überarbeitet. Hier ist das Lesepult. Hier sieht es nichts Neues ansonsten. Ne. Hier haben sie, guck mal, den Sattel haben sie auch überarbeitet, der sieht auch anders aus. Gespeichert? Ne, brauchen wir nicht. Machen wir die Schildkröte aus dem Aquatic-Update nun. Ja, den Komposter haben wir jetzt auch. Der Komposter ist auch mit dem Snapshot neu gekommen. Goldbahn haben wir hier. Der Komposter funktioniert wie folgt. Ne? Ihr habt ja kein Inventar, also ihr könnt da nicht draufklicken oder so. Ihr haut das einfach mit Rechtsklick da rein. Ganz, ganz viel, bis es voll ist, dann geht es auch nicht mehr. Oh. Und wenn das nämlich fertig kompostiert ist, dann bekommt ihr jetzt Knochenmehl daraus. Also ihr könnt das quasi zu Knochenmehl kompostieren. Was
meine persönliche Meinung natürlich nicht irgendwie viel Sinn macht. Aber vielleicht, ich meine, dass die Komposter reinkommen, ist ja schon mal ein guter Schritt. Das ist ja ein guter Schritt in Richtung, es kommt ein neuer Typ Erde, ne? Also so kompostierte Erde. Ich meine, jetzt haben sie erstmal nur Knochenmehl daraus droppen lassen. Aber vielleicht ist das Knochenmehl so eine Art Platzhalter. Wisst ihr, was ich meine? Dass in Zukunft wahrscheinlich dann eine neue Typ Erde kommt, wo man dann Sachen besser anbauen kann drauf. Kann ich mir sehr gut vorstellen, vermute ich auch mal ganz stark, weil das macht irgendwie wenig Sinn. Oder was sagt ihr? Also ich finde, das macht wenig Sinn. Ich denke mal, das Knochenmehl ist eher ein Platzhalter gerade. Da wird bestimmt irgendwann eine richtig schöne kompostierte Erde rauskommen und dann kann man richtig schön anbauen. Also vermute ich mal ganz stark. Hier haben wir ansonsten nichts Neues. Guck mal, hier auch neue Texturen so ein bisschen. Die Eimer mit dem Fischen drin. Ich weiß nicht, seit wann die drinne sind. Aber kenne ich persönlich auch noch nicht. Bambus Seetang. Ah, hier haben wir Seetang. Was haben wir hier? Schwarzer Farbstoff. Fledermaus. Wir können mal kurz gucken, ob es die Pillagers hier gibt. Aber müsste es eigentlich, ne? Ertrunkene. Ich gucke mir auch mal die neuen... Es regnet schon wieder, ne? Delfin, Creeper, Kuh, Kabeljau, Magier, Wächter, Pferd, Wüsten. Revenge. Was ist ein Revenge? Spawning Egg. Magmawürfel. Mushroom, Kugelfisch, Eisbär. Es gibt ja auch so viele neue, kleine neue Tiere und alles, ne? Pandas gibt's. Ozelot, Maultier. Kaninchen, Lachs, Schaf. Oder? Das kennt man als Schulker. Müssen wir vielleicht mal kurz Monster anstellen. Sonst wird das wahrscheinlich nicht gehen. Wandering Trader. Das ist was aus dem neuesten Snapshot. Da zeige ich euch dann gleich mal. Dino. Ich weiß nicht, was das sein soll. Dorfbewohner, Spawner. Plagegeist, Schildkröte, Top. Trader Lama, das gehört zum Trader dazu. Eiswanderer. Was? Hexen, ja, das kennen wir. Wolf, das kennen wir auch. Zombie. Dorfbewohner, Zombie. Okay, die Pilchers kann man anscheinend nicht spawnen. Herz des Meeres. Es gibt neue seltene Sachen anscheinend dann auch. Wahrscheinlich durch das Aquatic-Update. Essensmäßig. Wow, Kaninchen, das kennen wir alles. Süße Bären sind auch neu, glaube ich. Also sagt mir nichts. Muss jetzt nicht unbedingt in dem Snapshot von gerade eben, in dem neuesten Snapshot sein, kann auch in den letzten mit dazugekommen sein, ne? Wir gucken uns das ja allgemein gerade rückwirkend auch ein bisschen an. Es gibt in Zukunft eine Armbrust, dass der Dreisack ist vom Aquatic-Update. Es war klar, weil es gewittert halt auch noch. Totem der Unsterblichkeit. Was ist das? Spektralpfeil. Okay. Es gibt Schildkröten, was? Es gibt ja auch Schildkröten. Voll cool. Okay. Hier sieht es nicht aus. Phantomhaut. Alles klar. Wetter clear. Dann machen wir mal ganz kurz auf friedlich. Wir können uns ja mal... Wir machen uns mal so kleine Käfige. Da können wir uns die mal angucken. Oh, nein. So. Da können die nämlich nicht abhauen. Was ist denn ein Schulk? Hö, was ist das? Ach, das sind die Dinger. Warte. Ich brauche ein Schwert. Was macht der? Kann man den überhaupt töten? Oh. Ja, kann man. Okay. Irgendwas in der Kiste. Alles klar. Ah! Okay, der stirbt natürlich. Das ist das Biest der Pillager. Das Geräusch ist überhaupt nicht nervig. Das ist das Biest der Pillager, also der bösen Villager. Warte mal. Stimme, Sprache. Feindliche Kreaturen. So sieht das Biest aus quasi. Und die Pillager greifen wohl sehr oft auch die Villager an. Also greifen die Dörfer der Villager an und töten alle Villager. Und die bringen manchmal nicht immer, aber so ein Biest mit. Guck mal, man kann anscheinend darauf reiten, man kann das tamen vielleicht. Könnte vielleicht zukünftig auch was sein, was man tamen kann eventuell. Komm, wir erlösen es mal. Wie viel Leben hast du denn? Boah, wie viel Leben hat der? Oh, der droppt sogar
Ein Sattel. Ertrunken, ne? Die sind aus dem Aquatik-Update. Ich kenne die persönlich auch noch nicht. Sehen aber gut aus. Sehen cool aus. Also, ich guck mal ganz kurz in die Snapshot-Übersicht. Update some textures. Ja, das hat man gesehen. Der Sand. Ich zeige euch gleich mal den Sand. Set day. So. Achso, jetzt muss ich natürlich wieder die Monster wieder friedlich machen. So. Und zwar, ich finde die Texturen von. Die haben sich hier zum Beispiel auch gesehen. Hier kann man es gut sehen. Am Sand hat sich. Das hat sich ein bisschen. Das sieht. Wie könnte man das beschreiben? Körniger aus. Es sieht körniger aus, oder? Also, meine Meinung, es sieht körniger aus. Ist bei Zahn hier rum? War ja klar. Musik? Ah, ich würde sagen, die Musik hat ausgesetzt. Hat schon kurz Angst. So. Dino, was ist denn ein Dino? Was bist du denn? Okay, warte. Ich muss es mal machen. Was ist das denn? Es ist ein Monster? Bist du ein Vampir-Dino? Nein. Nee, du bist so ein Pillager, oder? Seid ihr die Pillager? Nee, ihr seid nicht die Pillager. Was seid ihr? Dino steht nur da. Wird es in Zukunft Vampire geben? Weil das sieht aus wie ein Vampir-Dino. Der ist so grau und... Hat so die Klamotten irgendwie? Meinst... Ach nee, es ist ja nur ein Snapchat. Ich brauche nicht looten, verdammt. Entschuldigung, Gewohnheit. Ist die Gewohnheit, tut mir leid. So. Moment. Wir gucken noch mal ganz kurz weiter. Wir waren jetzt hier. Wir haben alles durchgeguckt. Perfekt. Dann mache ich mir ganz kurz die Snapshot nochmal auf. So, der nächste wäre dann der 19W02A. Da kam das Campfire zum Beispiel schon dazu. Der Kartografie-Table, die Laterne kam da dazu. Es wurde an der Performance gearbeitet. Was echt nicht verkehrt ist. Man kann anscheinend auch Essen kochen, so wie das hier gerade stand. Hat das ein Inventar? Inventar hat's nicht. Oh, warte mal. Kann man da etwa... Hühnchen. Geht das? Wird das dunkler? Lol, was ist denn... Da, oh, man kann... Nein! Man kann da wirklich Fleisch braten. Ach nein, ist ja cool. Das heißt, wenn man unterwegs ist und man craftet sich so ein Campfire, kann man dann auch ganz chillig sich da was zu essen drauf kochen. Also was braten. Man geht grillen. Es wird grillen. WTF, man kann grillen in Zukunft. Es wird grillen geben. Wie cool. Das feiere ich gerade ein bisschen. Man kann in Zukunft grillen. Okay, das ist cool. Ein bisschen Fleisch auf den Grill hauen, so. Ach, schön. Finde ich persönlich ein sehr schönes kleines Detail. Das brauche ich alles nicht. Wer hat denn die Eisenachs gedroppt? Auch nicht schlecht. So, in Minecraft Snapshot 19W03C kam dann auch der Kompost damit dazu. Viele, viele Bugfixes. Und ja, gab es dazwischen noch. Also das sind jetzt nur so größere Snapshots, die halt dann rausgehauen wurden. Die haben das Fass, den Fasszaun dazu gemacht. Der Grindstone, also der die Steine hin zerschneidet, der Sound wurde dazu gebracht. Change Campfire Model and Texture. Okay, also sie haben. Das sah wahrscheinlich früher mal anders aus, noch am Anfang. Also die arbeiten daran. Die arbeiten an wirklich neuen Blöcken, an neuen Content und allem drum und dran. Finde ich schon echt gut. So. Man hat ja auch schon gehört, wie gesagt, dass die neue Klasse an Villagern eingeführt haben, diese Pillager und alles. Ich bin gespannt, wie man dann mit denen im Endeffekt agieren wird. Also wir sind ja keine Villager, wir gehören nicht dazu, wir sind ja anders. Ich wollte eigentlich noch ein Dorf suchen, aber ich habe ja keins gefunden. Es gibt bestimmt einen Befehl, wie ich mich zu einem hin teleportieren kann, oder? Gibt's da? Difficult Effect. Verarschst du mich? Wie oft regnet das in Zukunft? Oh, bitte, bitte ändert das mit dem Regen. Ich meine, ab und zu Regen, schön. Immer Regen, doof. So, was ich noch zeigen wollte.
Und zwar der neueste Snapshot momentan. Was der dazu bringt, mit dem wollte ich ja heute so eigentlich so ein bisschen beginnen. Dieses ganze Projekt, ich hänge im Komposter fest. Und zwar, der bringt nämlich in erster Linie, bringt der einen Händler dazu. Wir kennen ja eigentlich nur die Villagers als Händler. Aber in Zukunft wird es einen wandernden Händler geben. Also einen Händler, der durch die Welt zieht. Symbolisch durch die Welt zieht. Ich glaube, der bleibt aber nur an einem Ort. Also der hieß nur wandernder Händler, weil der alleine durch die Gegend zieht. Und zwar, bei dem kann man in Zukunft handeln, ja? So sieht er nämlich aus. Und der ist nämlich nicht alleine. Der hat nämlich immer ein Lama dabei. Ist jetzt meins. Mein Lama ist so süß. Okay, ich habe mich runtergehauen. So. Das ist der wandernde Händler, der es in Zukunft geben wird. Der natürlich auch nur ja, gegen Smaragde und so tauscht, ne? Das hat mich gleich verschluckt, Mensch. Ich würde mich auch freuen, wenn vielleicht noch eine Art richtige Währung mal irgendwann reinkäme. Dass die Smaragde einen anderen Nutzen vielleicht bekommen. Dekorativ haben sie ja schon einen Nutzen. Also man kann sie ja zu Blöcken machen und dann dekorationsmäßig benutzen. Aber ich fände es cool, wenn da noch eine richtige Währung dazu kommt. Jedenfalls kann dieser Händler in Zukunft, der wandernde Händler in Zukunft überall mal ein bisschen spawnen mit seinem Lama, was gerade in die Grube rennt. Und ja, da kann man mal andere Sachen zum Tauschen wahrscheinlich bekommen. Feuerkorallenblock, Nautilus-Schale. Ich bin gespannt, was er dann noch alles so auf dem Lager hat. Wir können ja mal gucken. Hast du anderes jetzt? Der hat anderes. Farbstoff, Kürbiskerne. Kugelfisch im Eimer, alles klar. Ja, nee, warum nicht? Es gibt verschiedene Lamas. Ja. Dein Lama ist böse, das hat mich runtergeschmissen. Lama! Hui! Lama, Lama. Oh, es mag mich! Ich könnte es jetzt tame. Na, ist jetzt mein Lama. Das behalte ich. Yay! Lama-Kuhn. Lama! Oh, das war süß. Warte mal, Lama bleibt genauso stehen. Das ist cool. Das ist mega geil, das nehme ich als Thumbnail, das gefällt mir. So, komm mit, ja komm. Was essen Lamas? Fleisch? Nein, kein Fleisch. Was essen Lamas? Ist Brot? Brot? Lecker Brot, ganz frisch. Oh, beweg dich. Ich bräuchte jetzt so irgendwie eine Leine oder irgendwas. Ach, Menno. Bin ja im Kreier. Geht hier alles. Da komm. Ist jetzt meins. Lama. Was? Was? Wo ist das jetzt befestigt? Okay, es gibt ja noch ein, zwei Bugs, wie man sehen kann. Oh, Menno. Ich hätte vielleicht das da unten hinmachen sollen. Auch meh. Geht nicht. Verdammt. Da, ärgerlich. Aber jedenfalls. Im letzten Snapshot. Das ist der 19W05A. Das ist der neueste, der jetzt gerade draußen ist. Kommt halt in erster Linie dieser wandernde Händler dazu mit seinem kleinen Lama. Mystery Trader that can be randomly found around. Also der kann überall gefunden werden, in jedem Biom. Auf different Biomes. Ja, da kann in jedem Biom gefunden werden. Er wird von mehreren Lamas begleitet. Also er wird nicht nur von einem Lama begleitet. Wahrscheinlich transportieren die Lamas die Waren. Ne? Ist logisch. Macht Sinn. Ja. Ansonsten noch natürlich Bugfixes wie eh und je, ne? Wie gehabt. Viele, viele Bugfixes sind so gut wie jeden Snapshot sind die dabei. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, euch gefällt das, dieses kleine Projekt, dass wir einfach mal in die Zukunft von Minecraft gucken. Und vielleicht fällt mir noch ein schönes Vanilla-Projekt mal ein, was wir machen können. Vielleicht sowas wie Life in the Woods, nur in Vanilla. Mal gucken, was das nächste große Update für Minecraft offiziell bringt. Und wenn das dann schon zum Beispiel sowas wie die Lagerfeuer und so mitbrächte, hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Müssen wir mal gucken. Dong. Gut, dann hoffe ich, diese erste kleine Snapshot-Vorstellung hat euch gefallen. Natürlich in erster Linie von der neuesten, von der 19W05A. Mit dem Trader. Und es regnet schon wieder, das gibt's halt nicht. Alter, Minecraft. Zukunfts-Minecraft ist echt
Wollte mich das gerade anspucken? Ich hab's ge... Das wollte mich anspucken. Das wollte mich anspucken, ich hab's genau gehört. Gut, ich mag jedenfalls schon mal die ganzen neuen Sachen, die da reinkommen werden. Am meisten finde ich aber auch den Schmelzofen mit cool. Beziehungsweise auch den Räucherofen, dass man halt wirklich in Zukunft... Also hier kannst du dann zum Beispiel Brot backen. Hier machst du den Räucher und Fisch und so, ne? Und hier halt deine Erze schmelzen. Finde ich schon ganz cool. Ich vermute mal, dass es so geplant ist. Gut, dann wünsche ich, hoffe ich, ihr hattet Spaß dran. Es gefällt euch, dieses neue kleine Projekt, diese Idee, dieser Gedanke, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und ich werde das in Zukunft machen, immer wenn der neue Snapshot vorstellt, also wenn Snapshot rauskommt, ein neuer, werde ich mir angucken, was da an Content drin ist. Ich habe diesen jetzt hier, also dieses Video jetzt hier gemacht, von dem 19W05A. Der hatte zwar bloß diesen Trader in erster Linie mit drin. Aber da wir ja so und so erstmal das ganze andere Zeug noch angeguckt haben, ist das okay gewesen. Aber ich hätte den jetzt nicht nur für den Trader gemacht. Wahrscheinlich. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich bei jedem Snapshot ein kleines Update machen soll, auch wenn das Video vielleicht nur ein, zwei Minuten lang ist, wenn zum Beispiel nur so ein Trader da ist. Nicht, dass das, das ist ein 2-3 Minuten Video. Ne? Das ist nicht viel. Ob ich halt wirklich dann trotzdem ein kleines Video machen soll, wenn was Neues reinkommt von den Snapshots her, oder dann das zusammenfassen soll, wenn ein größeres kommt und das dann mit mehreren zusammenfasse, wie jetzt quasi das hier. Das könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt. Es würde mich wirklich interessieren. Mich persönlich fasziniert es, ein bisschen in die Zukunft von Minecraft zu blicken und da vielleicht auch Pläne zu schmieden, da mal ein Projekt zu starten. Müssen wir mal gucken. Lama, nicht spucken. Hör auf. Ich kenne ja so viel nicht, wie gesagt, 1.7.10, das ist meine Version. Also... Vieles ist hier neu, was für euch wahrscheinlich total normal ist schon. Gut, aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns hoffentlich demnächst wieder. Normales Minecraft-Projekt, also ne, normale Let's Plays und so, Minecraft Pipapo, kommt wieder. Wie gesagt, ich brauche erstmal so irgendwie eine kleine Pause davon, weil ich auch gerade nicht wirklich weiß, was ich machen will. Ob ich halt Life in the Woods weitermachen soll, ob ich die neue Welt weitermachen soll. Ob ich ein ganz neues Minecraft-Projekt wie Vanilla-Projekt einfach machen soll für zukünftig und so, ne? Beziehungsweise Hytale kommt ja auch noch und da wollte ich auch mal reingucken und ich hätte ja gerne nur ein Spiel, wo ich meine Kreativität so rauslassen kann in Sachen Bauen, ne? Und da muss ich jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen. Aber es geht weiter, es dauert nur erstmal ein bisschen Zeit erstmal ins Land gehen lassen und mal gucken, was das hier so, was hier so passiert in Minecraft auch noch und was mit Hytale passiert und mal gucken. Und ich denke, so als Überbrückung, bis das nächste oder bis das LP weitergeht von Minecraft mit den Snapshots, ist vielleicht ganz cool, oder? Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Dann würde ich sagen, wir hören uns die Tage wieder. Lasst euch gut gehen. Baut keinen Mist. Macht keinen Blödsinn. Macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Nein. Nehmt mir kein Beispiel. Bitte nicht. Wir hören uns die Tage wieder. Macht's gut. Tschüss.